das Motto unseres Symposiums ist Theorie, Entwicklung und empirische Forschung zusammenzuführen. Und ich denke, das sind auch die beiden Schwerpunkte, die sich hier in unserem Programm abbilden, dass wir Beiträge zum Bereich Theorieentwicklung haben, Professionsentwicklung, bildungswissenschaftliche Beiträge und auch Beiträge im Bereich der Geschichte der Physiotherapie, aber eben auch empirische Forschung, also Wirksamkeitsforschung oder beispielsweise auch Vorträge aus dem Bereich der Versorgungsforschung. Mein Eindruck ist, das ist ganz subjektiv, aber ich glaube, dass an diesem ersten Tag mehr Leute da sind als in den Vorjahren. Es twittern mehr Leute, es gucken also mehr Leute auf ihr Handy, aber es bringen sich auch viele Leute ein und das stimmt mich ganz zuversichtlich, glaube ich, für die Zukunft und ist eben wichtig, damit Physiotherapiewissenschaft wächst. Was mich freut an der Veranstaltung in Hildesheim ist, dass die Deutsche Gesellschaft für Physiotherapiewissenschaften, wie ich finde, in einer sehr offenen Art jetzt eine Klammer bekommt. Was ist die Bedeutung für Theorieentwicklung bezogen auf die empirischen Arbeiten und andersrum, was bedeutet die Empirie vor dem Hintergrund einer theoretisch fundierten Perspektive? Klar, Ziele sind auf der einen Seite Wissen weiterzugeben, wie in dem Workshop beispielsweise, und damit natürlich auch jüngere Leute Nachwuchs zu motivieren, zu forschen und eben auch die richtigen Ressourcen dafür einzuwerben, was ja eine eigene Schwierigkeit auch darstellt. Dann ist ein weiteres Ziel natürlich, Leute zu treffen, zu netzwerken, zu gucken, was sind Hot Topics, was sind Themen in der Physiotherapie, die hier eben auch weitergetragen werden. Ja, wir sind heute eigentlich in einer extremen Umbruchphase, also was zum einen die politische Lage anbelangt, also die Vollakademisierung der Physiotherapie, die jetzt gerade so ein bisschen wackelt, die aber eigentlich von allen gewollt ist und für die es auch keine Alternative gibt. Und auf der anderen Seite aber auch die Umbrüche innerhalb der Profession, eben im Sinne, sich zu öffnen für neue Ideen und eben ja, wegzugehen von einer rein biomechanisch körperbetonten Sichtweise.